die Raumfahrt. Man stelle sich vor, wie Nostradamus in seine dampfende Messingschale blickte, damals in seinem 16. Jahrhundert, und er sah Menschen auf dem Mond. All seinen Visionen muss die Raumfahrt ihn am meisten erstaunt haben. Im 16. Jahrhundert war die Erde noch das Zentrum des Universums. Wer nicht daran glaubte, riskierte, von der Inquisition auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden. Tatsächlich kam 1538 aus Toulouse der Befehl, vor der Inquisition zu erscheinen, den Nostradamus aber ignorierte. Stattdessen entzog er sich der Verfolgung, indem er ständig von Ort zu Ort zog. Wahrscheinlich sind deshalb seine Raumfahrtquartränen so unklar. Nostradamus bewegte sich oft auf dünnem Eis, in einer Zeit, in der die Kirche allmächtig war. Hätte er es gewagt zu enthüllen, was er heimlich sah, bemannte Raumschiffe, die Mondlandungen etc. Er hätte sein Leben riskiert. So schrieb er verschlüsselt in 10.9 Q65. Er wird befördert zur Ecke auf Luna, wo er in fremdem Land niedergelassen wird. Die unreife Frucht wird Gegenstand sein eines großen Skandals. Großer Tadel, den anderen großes Lob. Und der Sinn von C1 Q81 war unklar bis zum Challenger-Shuttle-Desaster von 1986. Und dass nur 7 Astronauten und nicht 9 bei der Explosion umkamen, das kann man Nostradamus nachsehen. Immerhin lagen über 400 Jahre dazwischen. 9 werden von der menschlichen Rasse getrennt werden. Getrennt von Urteil und Rat. Ihr Schicksal bestimmt bei der Abreise. Kappa. Theta. Lambda. Tod, verbannt und verstreut. Die unreife Frucht im Quadrien 65 kann man als fehlerhaften Raketenantrieb interpretieren, der kurz nach dem Takeoff versagte. Die Buchstaben KTHL bilden ein Anagramm, eins von Nostradamus' berühmten Wortspielen. Wenn man das entschlüsselt, heißt es Theocol. Der Hersteller der Triebwerke war die Firma Morton Theocol. Und nach der Explosion rollten bei der NASA die Köpfe. Verbannt und verstreut. Moderne Technologie und Kriegsführung. Nostradamus hatte Visionen von weiteren erstaunlichen Technologien der heutigen Zeit. Aber er hat sie auf seine eigene Art und Weise verarbeitet, weil er sie nicht wirklich verstehen konnte. Ihm fehlte das Vokabular für das, was er sah. Wir hätten dasselbe Problem, wenn wir die Technologien des 24. Jahrhunderts beschreiben sollten. Deshalb klingen einige der Quatrains so bizarr. Wenn das Tier, gezähmt vom Menschen zu sprechen, beginnt nach großen Anstrengungen und Schwierigkeit. Der Blitz, so schädlich für den Stab, wird genommen von der Erde und in Luft aufgelöst. Nostradamus benutzte das Wort Tier oft für Dinge, die wir heute als Elektrizität und elektronische Kommunikationsmittel kennen oder Maschinen, die sich bewegen oder Lärm machen. Also lebensähnliche Qualitäten haben. Für Nostradamus, Blitz so schädlich für den Stab, könnte seine Interpretation von Hochspannungsleitungen, Transformatoren oder Antennen sein, die elektrische Signale übermitteln. Durch Blitze im Schiff Gold und Silber schmelzen. Die 2 Gefangenen werden einander verschlingen. Die größte der Städte ist zur Strecke gebracht, wenn die Flotte unter Wasser reißt. Plutonium wird verwendet, nukleare U-Boote anzutreiben und für die nuklearen Raketensprengköpfe, die sie befördern. Nostradamus hatte keine Kenntnis von Plutonium oder der Tatsache, dass es silbrig aussieht. Und er konnte auch kaum wissen, dass Plutonium, wenn es mit Luft in Berührung kommt, eine goldene Farbe annimmt.
Während einer nuklearen Explosion geht Plutonium durch eine Schmelzphase für den Bruchteil einer Sekunde. Blitz ist das naheliegendste Symbol, mit dem Nostradamus die Wechsel der elektrischen Energie beschreiben konnte, die bei einer Atomexplosion freigesetzt wird. Mit den beiden Gefangenen könnte er zwei Gegner meinen, die zum nuklearen Krieg gezwungen werden. Und die daraus folgende Zerstörung der beiden. Nach einem großen Unglück für die Menschheit kommt ein noch größeres, wenn der große Zyklus der Jahrhunderte erneuert ist. Es wird Blut regnen, Milch, Hungersnot, Krieg und Krankheiten. Am Himmel wird ein Feuer zu sehen sein, einen Funkenschweif nach sich ziehen. Mit dem schrecklichen Regen sind chemische Waffen gemeint, die von Raketen in die Luft geschossen werden. Diese wiederum ziehen einen Funkenschweif nach sich beim Takeoff. Während des Golfkriegs war die Angst weit verbreitet, dass Saddam Hussein derartige Waffen mit Scud-Raketen in die Luft schießen würde. Er schoss zwar Scud-Raketen ab, aber ohne tödliche Sprengköpfe. Das Feuer im Himmel könnte einen Komet bedeuten, dessen Erscheinung zu einem großen Krieg führt. In der Zeit von Nostradamus glaubten die Menschen, Kometen seien magische Botschafter vom Himmel, die Ereignisse auf der Erde ankündigen. Der Konflikt im Nahen Osten. Es ist eigentlich nicht verwunderlich, dass Nostradamus auch Saddam Husseins Schatten vorhergesehen hat, der sich Jahrhunderte später über den gesamten Nahen Osten erstrecken würde. In C8Q70 schreibt der Seher: Er wird erscheinen, teuflisch, widerwärtig. Freunde der ehebrecherischen Frau, das Land schrecklich und schwarz, wohin man schaut. Saddams Armee hat in der Tat Kuwait in einer teuflischen, widerwärtigen Art und Weise überfallen. Und obwohl der Tyrann den Krieg verlor, terrorisiert, tyrannisiert er weiterhin das Land, das einst Mesopotamien war. Das folgende Quatrain sieht den Aufstieg des islamischen Nationalismus im 20. Jahrhundert voraus. Das alte Mesopotamien ist der heutige Irak. Und die Beschreibung von Nostradamus trifft das Bild, das sich bot, als Saddam Husseins Armee die kuwaitischen Ölquellen in Brand gesteckt hatte, während des Golfkriegs. Ein ökologischer Albtraum. Und hier ist ein weiteres Beispiel, wie im Verlauf der Zeit die Vorhersagen in den Quatrains wahr werden. Bis zum irakischen Überfall auf Kuwait 1991 hatte noch niemand diese Prophezeiung wirklich dechiffriert. Von Fes wird sich das Königreich bis nach Europa erstrecken. Die Stadt wird Feuer speien, das Schwert mähen. Der große Mann Asiens mit seinen Truppen zu Land und See. Die Perser, gräulich blau, werden dem Kreuz den Tod bringen. Die meisten Experten sind sich einig, dass Nostradamus drei Antichristen prophezeit hat. Wenn Napoleon der Erste war und Hitler der Zweite, wer ist der Dritte? Wann und wo wird er erscheinen? Laut Nostradamus wird dieser Antichrist etwa 27 Jahre an der Macht sein. Aber nachdem dieser Antichrist verschwunden ist, wird die Welt in ein neues Zeitalter eintreten, ein goldenes oder das wahre Zeitalter des Wassermann. Um die Prophezeiung von Nostradamus um den dritten Antichristen zu verstehen, muss man sich vor Augen führen, dass der Prophet tief religiös war, manchmal auch abergläubisch.
Obwohl die Familie von Nostradamus zum Christentum konvertiert war, hatten sie trotzdem ihre jüdischen Wurzeln nicht vergessen. Besonders seine beiden Großväter unterwiesen ihn in den alten Glaubenslehren. Manche Gelehrte glauben, dass Nostradamus eine seiner Verschlüsselungstaktiken anwandte, um die Identität des dritten Antichrist zu verschleiern. In C2Q62, auch das Mabus-Quatrain genannt, scheint ein Anagramm zu sein, das den Namen des dritten Antichristen verhüllt. Noch niemand hat bisher dieses Anagramm entschlüsseln können. Wahrscheinlich deshalb, weil Mabus noch nicht erschienen ist auf der Weltbühne. Dieses Quatrain bezieht sich also auf die Zukunft und harrt seiner Erfüllung. Nostradamus engt den Zeitraum für das Erscheinen von Mabus ein, indem er einen Kometen erwähnt. Den Halleschen Kometen, der seine Bahn alle 76 Jahre durch unseren Himmel zieht. Heißt das, dass Mabus, der Antichrist, seit der Mitte der 80er Jahre unter uns ist, unerkannt? Oder werden unsere Nachkommen in den 60er Jahren dieses Jahrhunderts ein böses Erwachen haben? Nur die Zeit wird es an den Tag bringen. Die Frage stellt sich heute, sagte somit Nostradamus die World Trade Center Attentate von New York voraus. Die beiden Zufriedenen halten zusammen, wenn die meisten mit Mars im Bunde sind. Der Große von Afrika ist erschreckt und zittert. Das Zweierbündnis wird durch die Flotte gesprengt. Es lässt sich jedoch sagen, dass Nostradamus in C6Q97 Aussagen macht, die auf verblüffende Weise dem Anschlag auf das World Trade Center in New York entsprechen. In diesem Vers spricht er direkt von der großen neuen Stadt, die auch in einem anderen Quatrain, 1,87, erwähnt. Wie immer ist dies nur nachträglich zu verstehen. Dass die Prophezeiungen des Nostradamus erst im Nachhinein verstanden werden können, spricht nicht gegen ihren Nutzen oder gegen die Stimmigkeit entsprechender Hinweise. Was aber nicht bedeutet, dass alle angepriesenen Nostradamus-Entschlüsselungen stimmen und den wahren Inhalt seiner Visionen wiedergeben. Zweifel sind vor allem bei jenen Autoren angebracht, die Nostradamus kommerziell ausschlachten und sich selbst als die besten oder sogar einzig richtigen Nostradamus-Entschlüsseler bezeichnen. Richtig ist auch, dass in den Prophezeiungen die neue Welt tatsächlich als Amerika bezeichnet wird. In 1066 als Amerika. Nostradamus erwähnt in diesen Versen jedoch deutlich, dass er einen globalen Konflikt sieht, in dem die islamischen Mächte eine entscheidende Rolle spielen. Nostradamus glaubte, die Zukunft könne beeinflusst werden. Er schrieb: Der Vernünftige kann von meinen Prophezeiungen lernen, den richtigen Weg zu finden, als hätte er Fußspuren im Sand von jemandem, der den Weg bereits gegangen ist, gefunden. Solange Menschen angeregt werden, über das Morgen nachzudenken, werden sie den Mut finden, es in die richtigen Bahnen zu lenken.